Im Tagesgespräch bei Phoenix. Oliver Luxitsch, der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Grüße Sie. Guten Tag, Herr Kuhle. Als wir das letzte Mal miteinander sprachen, ist es noch gar nicht so lange her, da gab es noch keine Lösung. Da hieß es nur Fahrverbot zum Beispiel für Frankfurt am Main. Jetzt gibt es anscheinend eine Lösung. Hat sich doch was getan, oder? Also erstmal ist seit 2015 schon bereits die Debatte über Diesel äh, im Gange, auch über drohende Fahrverbote und die Regierung hat hier Zeit verplempert für die Lösung, die wir brauchen, weil all das, was jetzt beschlossen wird, wird zu spät auf den Weg kommen und vor allem ist eine reine Insellösung nur für deutsche Hersteller. Und wir haben ja auch andere Diesel, die betroffen sind. Insofern greift es zu kurz. Ich bin der Überzeugung, dass die Bundesregierung Zeit vergeudet hat und nur wegen der hessischen Landtagswahl jetzt mit heißer Nadel Lösungen gestrickt werden, die andere Probleme hervorrufen werden, die auch nicht alle deutschen Autofahrer betreffen werden. Insofern ist das nicht ausreichend, was jetzt diskutiert wird. Ja, aber immerhin, Gott sei Dank, wegen der Wahl in Hessen äh, tut sich was für Frankfurt am Main und das steht ja auch noch für Wiesbaden und für Darmstadt und so weiter aus und für ganz Deutschland irgendwie, denn es sind ja noch einige Klagen äh, anhängig, die müssen noch entschieden werden und das wird auf Fahrverbote hinauslaufen. Was ist in den USA besser gelaufen, was geht bei uns irgendwie nicht? Ja, wir haben in der Tat drei Jahre Zeit vergeudet und was jetzt derzeit Angedacht wird, geht es ja auch nur um eine Lösung für 10 bis 14 Städte, aber es drohen ja in noch mehr Städten äh, Fahrverbote. In den USA ist der Verbraucherschutz ein Stück weit äh, stärker. Ich bin der Überzeugung, dass da, wo getrickst wurde, die Hersteller äh, das Problem auch lösen müssen. Aber nicht alle Dieselfahrzeuge, die derzeit auf den Straßen äh, unterwegs sind, Schummelfahrzeuge, andere äh, sind unterwegs legal in den Verkehr gebracht. Und deswegen wird man hier eine Fondslösung unserer Meinung nach auf den Weg bringen müssen, weil es kann nicht sein, dass jetzt nur einseitig für deutsche Hersteller äh, eine Lösung auf den Weg gebracht wird, für wenige Städte. Das heißt, Millionen Dieselfahrer werden davon nicht in den, äh, gebra in den Nutzen kommen. Das wäre insofern falsch. Die Umtauschprämien kann sich auch nicht jeder leisten und ausländische Hersteller sind völlig außen vor. Die Bundesregierung hat es auch versäumt, in Brüssel eine Diskussion über die Grenzwerte zu führen, die nötig gewesen wäre. Auch die Messstellen in Deutschland sind nicht äh, ausführlich überprüft. Insofern brauchen wir jetzt einen Mix. Aus intelligenten Maßnahmen in den Städten. Frankfurt zum Beispiel hat bis heute die Gelder, die es gibt, nicht mal ausreichend abgerufen. Und wir brauchen auch den Rechtsrahmen für die Nachrüstung. Die Nachrüstung wird auch Zeit brauchen. Hier wurde Zeit vergeudet. Aber die Bundesregierung muss jetzt hier endlich schnell handeln. Und Herr Scheuer war hier bisher ein Hindernis auf dem Weg zu einer Einigung. Das Kanzleramt hat ihm ja zum Glück ein Stück weit hier die Kompetenz entzogen. Das heißt, die Kanzlerin hat ihm äh, quasi das Gebiet entrissen und hat gesagt, das mache ich jetzt zur Chefsache? Das war ja so wegen dem Urteil in Hessen, in Frankfurt. Und Herr Bouffier hat jetzt erkannt, dass das in Hessen ein Wahlkampfthema wird. Nur bei der Lösung, die jetzt derzeit im Raum steht, von 10 bis 14 Städten, ist ja Frankfurt auch außen vor. Insofern wird das spannend sein, was die Koalition heute auf den Weg bringt. Fakt ist, es wird in jedem Fall zu, zu spät kommen. Es werden Fahrverbote kommen und es werden Millionen Dieselfahrer sein, die, für die keine Lösung angeboten wird. Und insofern drängen wir darauf, dass es keine deutsche Insellösung geben darf. Wir brauchen eine Lösung für alle Dieselfahrer. Immerhin, die Regierung agiert, wenn auch zu spät, auf Druck der Kanzlerin. Der Verkehrsminister hat hier Jahre Zeit vergeudet, was bisher beschlossen wurde. Software-Update, äh, Programm saubere Luft kam spät und hat eindeutig nicht ausgereicht. Es ist ein Skandal, dass Millionen Dieselfahrer einen massiven Eingriff in das private Eigentum haben, dass das Fahrzeug weniger wert ist. Und hier muss der Staat auch das private Eigentum seiner Bürger schützen. Das heißt, womit rechnen Sie? Sie sitzen ja heute Abend nicht mit am Tisch, Sie sind ja Opposition, Opposition darf immer fordern. Es geht gar nicht nur ums Fordern, sondern womit rechnen Sie konkret? Ja, man darf wie immer mit faulen Kompromissen rechnen. Die SPD hat nachgegeben in Brüssel in der Frage der Flottenregulierung. Da wird ja gerade diskutiert, was in Zukunft für in Sachen CO2, also da wird schon das nächste Thema kommen, erlaubt ist. Da hat die SPD von ihrem 50 Prozent Reduktionsziel runtergegangen und dafür soll jetzt ein Stück weit Nachrüstung kommen. Aber Herr Scheuer steht hier weiter auf der Bremse. Das KBA hat Zeit verloren in den Genehmigungsfristen. In so Insofern rechne ich mit einer Mischung aus Umtauschprämien für die drei deutschen Hersteller. Aber wie gesagt, das betrifft nicht alle anderen Fahrzeuge. Und auch hier, das kann sich nicht jeder leisten. Auch eine Beschränkung auf wenige Städte ist problematisch, weil das viele Pendler werden da außen vor bleiben. Und es wird eine Mini-Lösung bei Nachrüstung geben, die auch begrenzt sein wird auf einige wenige Städte. Auch hier, das kommt zu spät und geht nicht weit genug. Das Problem wird also nicht gelöst werden. Wir werden also erleben, dass Millionen Fahrer weiter unter Wertverlust leiden und unter Fahrverboten. Warum machen Sie jetzt zum Beispiel von der FDP nicht mal so richtig Theater und sagen, die Lösung, wie sie in den USA gelaufen ist, wäre die, die wir hier haben wollen? Das ist doch jetzt mal ein Thema für Sie. Wir haben als einzige Fraktion frühzeitig hier Vorschläge gemacht und sagen ganz klar, da wo betrogen wurde, muss der Hersteller das eins zu eins bezahlen und umtauschen. Nur nicht jedes Fahrzeug, das hier in Deutschland unterwegs ist, ist ein Schummelfahrzeug. Es gibt leider auch eine Grenze zwischen Tricksen im legalen Rahmen und Betrügen und vor allem VW-Fahrzeuge, da ist bisher der Betrug nachweisbar. Aber auch ein Fiat-Fahrzeug beispielsweise ist im Realbetrieb, hat ganz andere einen Ausstoß von NOx als auf dem Prüfstand gemessen. Insofern werden wir hier eine Fondlösung am Ende des Tages brauchen, damit alle deutschen Dieselfahrer nicht von Fahrverboten und Kalt der Enteignung betroffen sind. Also insofern Druck machen, dort wo betrogen wurde, muss die Industrie eins zu eins äh, dafür gerade stehen, was gemacht wurde. Das gehört zur sozialen Marktwirtschaft dazu, aber nicht die anderen Hersteller außen vor lassen. Es kann nicht sein, dass wir eine Lösung nur zulasten der deutschen Industrie machen, wenn auch andere Hersteller äh, getrickst haben und am Ende des Tages auch die deutschen äh, Dieselfahrer mit ausländischen Fabrikaten von äh, Fahrverboten betroffen sind. Auch hierfür muss Endlich eine Los Lösung gefunden werden. Frau Merkel sollte nicht einseitig nur über die deutschen Hersteller und deutschen Fabrikate reden. Oliver Luxwitsch spricht von Betrug am deutschen Dieselfahrer und auch von einem faulen Kompromiss, der heute Abend gefunden wird im Kanzleramt. Dankeschön. Dankeschön nach Berlin.